Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von YouTubers Live. Die Mutter kommt gerade in unseren Raum und schimpft gerade mit uns, wahrscheinlich weil wir zur Schule gehen sollen. Und klicke mit der linken Maustaste auf die Zimmertür und wähle lernen. Wir müssen nämlich zur Schule, beziehungsweise lernen. Und dann würde ich sagen, ab geht's mit uns zur Schule. Unser erstes Video hat mittlerweile schon 89 Aufrufe. Das ist echt viel für so ein erstes Video nach keine Ahnung wie viel Stunden. Und wir haben schon 22 Abonnenten. Und die Aufgabe wäre abgeschlossen. Ich kann immer überprüfen, ob ich für den Test bereit bin, indem ich auf den Kalender in meinem Handy schaue. Aber zur Schule zu gehen und gute Noten zu bekommen, ist nicht alles im Leben. Manchmal gehe ich ja auch einkaufen und überprüfe neue Veröffentlichungen von Spielen und Konsolen. Ja, das mache ich auch immer, denn man muss ja immer auf dem neuesten Stand bleiben. Und denn sagen wir mal so, wenn du kein aktuelles Let's Play spielst, dann ist es sehr schwer, die Abonnentenzahlen zu erhöhen. Ich muss mein Zuhause zum Einkaufen nicht verlassen. Online-Bestellungen sind eine einfache und schnelle Art, um Dinge zu bekommen. Haha. Ja, das ist echt so. Verwende deinen PC, um einzukaufen. Okay, das sollen wir dann jetzt wohl machen. Ist jetzt alles noch so ein bisschen Tutorial-mäßig hier. Aber dann kaufen wir mal ein hier in dieser neuen Folge von YouTubers Live. Es waren früher allerdings nur 3 Läden verfügbar. Die übrigen wurden mit der Zeit freigeschaltet. Ich konnte einen von den Läden besuchen oder auf das Kreuz klicken, um den Einkauf zu beenden. Okay. Das ist ja gut. Amazing.on. PC World. Okay. Gucken wir mal, was wir hier haben. Okay, hier können wir uns wohl neues Equipment und so kaufen. Cool. Ein Gehäuse, Tastatur, Monitor und so. Und der PlayNow HD hat vorhin geschrieben, ich bin bei dem Spiel so weit, dass ich auf dem Mond wohne und mit 1,5 Millionen Abos. Ich finde es cool, das mal von Anfang an zu sehen und ja, mal gucken, ob wir das auch schaffen, irgendwann mal auf dem Mond zu wohnen mit 1,5 Millionen Abos. Naja, da ist für mich auch mal interessant zu sehen, wie weit man dann in dem Spiel wirklich kommen kann und was da alles so Außerirdisches möglich ist, denn auf dem Mond wohnen, hallo, zur jetzigen Zeit noch nicht wirklich vorstellbar, aber in einigen Jahren vielleicht, wer weiß. Schnittprogramm, ja gut, aber gut, dann haben wir das jetzt wenigstens einmal gesehen. Ich war breit Grundelementen von Videos vertraut. Mir war böse, anfangs schwer sein würde. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, ein YouTuber zu werden und niemand konnte mich stoppen. Ich würde es schaffen. Ja, das schaffst du bestimmt. Du hast so gut wie nichts in dieser Woche gelernt. Ich hoffe, nächste Woche wird besser. Ja, Entschuldigung, ich habe gerade einen YouTube-Kanal gestartet. Und dann ist das so eine Sache, weißt du? Dann muss ich da gucken, dass ich das alles fertig kriege und kann mich nicht noch auf die Schule konzentrieren. Unterhalt verdienen und ausverkauft, okay. Naja. Wie sieht's mit den Abonnenten aus? 22, noch nicht so gut. Ich würde sagen, wir nehmen dann direkt mal noch eine Folge auf, damit wir so, im Moment haben wir nur das. Das hat 3 Sterne. Ich glaube, das ist für den Anfang relativ gut. Aber, ich meine, das ist der Trend. Dieses Spiel ist nicht mehr angesagt. Du sollst dir ein neues Spiel suchen. Oder glaubst du, du bist gut genug, um es wieder angesagt zu machen? Nee, ich glaube das noch nicht. Dann können wir ja doch mal gucken. Komm, dann kaufen wir uns jetzt einfach mal ein neues Spiel, würde ich sagen. Ja, bei der PC World vielleicht. Oder wo gibt's sie? Neues Gaming-Video? Nee, eher einkaufen, würde ich sagen. Gucken wir mal bei Amazon. Okay, hier geht der Trend hoch und hier auch. League of Giants und
Ich würde sagen League of Giants, denn das ist erst seit Januar raus und das ist schon seit Dezember raus. Na gut, jetzt haben wir hier gerade Juni im Real Life, aber ich weiß gar nicht, sieht man hier das Datum irgendwo, vielleicht auf dem Handy? Nehmen wir League of Giants, da geht ja auch die Bewertung hoch und dann können wir das kaufen. 4,8 Sekunden sollte das da sein. Und dann können wir ein neues Gaming-Video aufnehmen. Und mal gucken, wie es dann so mit unseren Abonnentenzahlen steht. Nach diesem Video und natürlich auch mit den Aufrufzahlen. So, das neue Spiel ist da, League of Giants. Oder? War das League of Giants? Mann, Mann, Mann. Nee. Ja doch, League of Giants hatte ich richtig in Erinnerung. Neues Gameplay-Video. Video starten. So, ich glaube, hier können wir immer noch nicht allzu viel machen. Hier müssen wir dann neue Sachen kaufen. Die haben wir ja im Moment leider noch nicht. So, ist die Konfiguration fertig? Dann nennen wir das jetzt League. Ach, wieder falsche Tastatur. Vertippt. League of Giants. Folge 1. Und jetzt wieder die Frage nach einem guten Titel. Das ist echt ärgerlich, wenn einem sowas nicht einfällt. Aber na gut, League of Giants Folge 1. Titel. Ihr könnt, wie gesagt, falls ihr irgendwelche Titel haben solltet für Videos, könntet ihr auch gerne in den Chat bzw. in die Kommentare schreiben, damit ich die demnächst mal übernehmen kann. League of Giants Folge 1 und dann nennen wir das jetzt. Meine Freundin macht Schluss. Und so, dann nehmen wir das mal auf. Okay, jetzt können wir nur weiter. Das war, glaube ich, nicht allzu gut diesmal, aber... Na gut, hier haben wir 10 Renderpunkte, das ist gut. Dann machen wir weicher Fokus und Farbe zuordnen. Und dann rendern wir das mal. Interesse 66%, das wird hier immer besser. Inhalt, neuer Rekord, Videoqualität. Neuer Rekord, Nachbearbeitung ist bei 4 geblieben, okay. Ansonsten lädt die Folge gerade hoch, wie es aussieht. Wie sieht es mit den Abonnenten aus? Ist wohl so geblieben. Schade. Okay, jetzt haben wir den 13. Januar. Was haben wir hier noch so? Ach so, hier sehen wir, welche Spiele veröffentlicht wurden und so. Prüfungsdatum ist der 31. Januar. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen besser auf die Prüfung vorbereiten. Weswegen wir jetzt auch mal wieder zur Schule gehen, muss sein. Beziehungsweise lernen. Und das geht ja ab. 190 Aufruf, 200 und die Abonnenten 121. Mann, Mann, Mann. Es wird ja immer besser. Das lang erwartete Spiel Dingsabums wurde veröffentlicht, okay. Und er freut sich. Die Schule hat angerufen und mir gesagt, dass du schon eine Menge in dieser Woche verpasst hast. Lass den Computer mal in der Ecke stehen und lerne mehr. Ja, was habe ich denn gerade gemacht? Mann, ey, jetzt reg dich nicht auf. Nächstes Gameplay-Video.
So, 700 Aufrufe. Mann, 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 ist das gut. Neues Gameplay-Video. Okay, hier. Wir müssen echt mal nach neuem Equipment gucken. Ah, wieder die falsche Tastatur. League of Giants. Folge 2. Nicht 22, nur Folge 2 erstmal. Folge 22 kommt vielleicht irgendwann. Live Date. Während machen wir daraus ein LP. Warte. Machen wir das live weg, dann ist das noch besser. So, Date während LP. Okay, jetzt müssen wir gucken, wie viel... Okay, oh, guck mal, die erste Folge hat mittlerweile schon... über 1000 Aufrufe. Und wir haben 446 Abonnenten. Mann, sind wir gut. Ich glaube, so ist besser. Renderpunkte machen wir. Dann wieder die. Und dann rendern wir das nochmal. Neuer Rekord in Sachen Inhalt. Interesse 62%. Okay. Das ist doch ganz gut. Das würde ich sagen, laden wir hoch. So, Glückwunsch, du hast Level 2 erreicht. Wenn du ein weiteres Level aufsteigst, kannst du neue Ausdauerpunkte, Skills, Videos und weitere Objekte im Laden freischalten. Klicke auf den Erfahrungsbalken, wenn du... wenn du die freigeschalteten Gegenstände ausführlich sehen möchtest. Hey, Michael Banker, ich möchte ein Gameplay-Video machen. Weiß aber leider nicht, wie ich es aufnehmen oder bearbeiten soll. Könntest du eins machen und es hochladen? Ich werde dir das Spiel schicken. Ja, du bist mein Freund. Ich mach das wohl für dich. Gucken wir mal. Oh, Zeit zu schlafen. Dann schlafen wir jetzt erstmal. Der sieht auch ziemlich müde und traurig aus. So, aber die Folge lädt trotzdem hoch. Okay. Ist... Ach so, hier können wir uns die Kommentare angucken. Ich kann nicht glauben, dass sie ein Selbsternannter so bescheuert beim Nachbearbeiten der Videos anstellt. Ja, Entschuldigung, Mann, ich bin neu dabei. Also wenn ihr euch meine ersten, lasst das mal lieber. Meine ersten Follow Me Arounds auf Snook anguckt, dann werdet ihr das Gleiche sagen. Du siehst aus, als würdest du gleich umkippen. Hast du auch immer genügend Schlaf? Ja, natürlich doch. Ich bin auch YouTuber. Und die haben immer genug Schlaf. So, Schule oder... Ach so, das können wir auch bewerben. Aber warte mal. Wie drehe ich die Kamera nochmal? So, oder? Ist ein bisschen umständlich gerade.
da ist das Spiel von dem. Cool. Dann würde ich sagen, nehmen wir das Spiel doch direkt mal auf. Okay, das... Wie heißt das? Gut, das... Der Trend geht auf jeden Fall nach oben. Das ist gut, hat 3 Sterne. Das machen wir. Hier geht immer noch nichts. Wieder falsche Tastatur. Pu-le-gum. Nicht Euro, sondern Hashtag. Ich bin schwul, weil mein Freund mir das Spiel geschenkt hat. Okay, aber das zweite League of Giants Gameplay geht ab. 1,7k Aufrufe und 883 Abonnenten. Mann, sind wir gut. Was machen wir denn jetzt? Mörderischer Blick. Mann, das geht leider auf Zeit immer. Wie viele Renderpunkte haben wir noch? Oh, jetzt können wir sogar nochmal. Planet of the Hammerringers. Okay. Jetzt müssen wir halt gucken, wie wir das am besten anordnen, damit wir am meisten Punkte dafür bekommen. Ich glaube so. Fürs Editing auch. Das sieht gut aus, dann rendern wir das mal. Interesse 65%, das ist auch gut. Inhalt 25%. In der Nachbearbeitung neuer Rekord. Videoqualität 5. Das sieht gut aus, Freunde. Das freut mich. Laden wir es hoch. Mal gucken, wie das so ankommt. Mittlerweile haben wir schon 982 Abonnenten. Mann, sind wir gut, ey. Ansonsten würde ich sagen, kommt der Freund nochmal und bedankt sich? Oder wie ist das? Wenn ich hungrig bin, dann ist es schwer, gute Videos zu produzieren und gute Ideen zu haben. Ja, das ist wirklich so. Und meistens kommen meine Ideen, vor allem für die Vlogs, auch immer spontan. Und gar nicht mal so, wenn man wirklich immer drüber nachdenkt, was man machen kann, dann kommen die Ideen nicht. Aber wenn man ganz spontan irgendwas macht, keine Ahnung, auf der Toilette sitzt oder im Bus ist, dann kommen auf einmal die Ideen. Und das sind dann wirklich meistens auch die besten, die spontanen Ideen. Ja gut, du bist hungrig, dann gehst du jetzt mal essen. Musst du, denke ich. Achso, einfach hier draufklicken oder wie? Essen, gut. Und danach würde ich sagen, gehen wir dann auch mal wieder in die Schule. Und da kommt unser Freund, gut. Hier haben wir. Hier können wir ein Selfie machen. Ach, cool. Es geht im Moment wohl noch nicht. Danke, dass du das Video hochgeladen hast, Michael Banker. Ich werde all meinen Freunden erzählen, wie gut du darin bist. Ja, vielen Dank. Wo wir schon mal dabei sind, wusstest du, dass in ein paar Wochen eine sehr wichtige Spielemesse ist? Du kannst dich dort mit anderen YouTubern treffen und etwas bekannter werden. Allerdings kostet das Ticket $100. Hol dir das Geld und wir gehen zusammen hin. Gerüchten zufolge gibt es dort auch ein paar Sonderausgaben von manchen Konsolen. Das ist ja cool. Wann ist diese Spielemesse denn? Die Gamescom. Ach, Games World, okay, am 10. Februar. Und die Prüfung ist am 31. Januar. Und deswegen lernen oder arbeiten oder direkt beides machen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal lernen, denn wir wollen ja nicht durch die Prüfung fallen. Das wäre ja ganz schlimm, wenn wir dann die Prüfung verkacken würden.
Nein, echt mal, Schule ist wichtig und hat natürlich auch Vorrang gegenüber YouTube. Na gut, bei unserem Michael Banker jetzt nicht so sehr, aber na gut. Er war in der Schule und jetzt kommt die Mutter und sagt, wir müssen mehr lernen, oder? Ich war doch in der Schule. Mann, ey, was hast du denn? Gehen wir arbeiten, komm. Ein bisschen verdienen. Zeitung austragen, warum nicht? Kann man ja mal machen. Und er geht natürlich durch die Tür. Mach ich auch immer so. Ich mach die Tür nicht auf, ich gehe da einfach durch. Das funktioniert bei mir. Aber nur, wenn keiner hinguckt. Oh, und jetzt ist er müde. Jetzt sollten wir vielleicht mal schlafen gehen. Und damit würde ich sagen, beende ich dann auch den Spaß für die heutige Episode. Also, falls es dir gefallen haben sollte, kann ja durchaus sein. Würde ich mich freuen, wenn du das Video mit einem Daumen nach oben bewerten würdest und diesen Kanal abonnieren würdest. Falls du es noch nicht getan haben solltest, ansonsten sehen wir uns demnächst wieder zu einer neuen Folge von YouTubers Live. Bis dann. Tschüss.